Wir sind hier in Berlin-Wedding in einer Einrichtung der Behindertenhilfe Unionshilfswerk. Hier arbeiten Menschen in sehr unterschiedlichen Bereichen, im Metallbau, in der Schneiderei. Es sind Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, zum Teil mit seelischen Beeinträchtigungen, mit geistiger Behinderung auch. Und mir war wichtig, heute zu erfahren, wie die Menschen die Krise erlebt haben, die Pandemie in den letzten Wochen und Monaten. Das war für viele Menschen nicht leicht. Aber ich habe auch erlebt, dass viele Menschen jetzt an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind und dass hier auf wunderbare Art und Weise auch Hygienekonzepte umgesetzt werden, dass es um Arbeitsschutz geht. Arbeit ist für die meisten Menschen mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben. Das gilt auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Deshalb ist mein Ziel, dass wir solche Einrichtungen unterstützen, dass wir dafür sorgen, dass auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Menschen mit Beeinträchtigungen die Chance haben, am gesellschaftlichen Leben durch Arbeit teilzunehmen.